Emma David, hast du Fabian gesehen? Frag mich nicht, was mit Fabian ist. Seit er sich auf Tembo The Badass Elephant, unser Spiel der Woche bei Epic TV, vorbereitet, ist er zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin Fambo! Was gibt's denn eigentlich nächste Woche? Oh, frag nicht, da spielen wir den Goat Simulator. Siehst du, was ich meine? Ja, auf der nach unten offenen LPT-Skala ist das mit Sicherheit eine 13. Ja. Herzlich willkommen zu LPT an diesem wunderschönen Donnerstag. Ich muss wirklich lachen, so, weil wir sind halt auch für den Webvideopreis nominiert. Jeder, der das, wenn das die richtige Presse nächste Woche sehen sollte, die denkt sich, wenn bei der Sichtung solcher Videos, wenn sie recherchieren sollten, wer macht sowas? Und ja, was aber die richtige Presse interessiert sich ja nicht für den Webvideopreis. Ja, ich würde sagen, da gibt es aber auch noch ganz andere abschleckende Beispiele, oder? Das gibt es tatsächlich. Abschleckende Beispiele. Du verstehst was Falsches. Wie viel Bier hast du vorher getrunken? Schon? Nun, gut. Heute. Erstmal, es gibt, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken hier. Kurzsichtig, aber ich erkenne halt auch weiße Schrift auf hellblau nicht, so wie viele unserer Zuschauer, lieber Markus. Dafür haben wir sie jetzt auch schon dicker gemacht. Ja. Unsere Zuschauer? Wir haben unsere Zuschauer dicker gemacht? Das haben wir tatsächlich, alle drei Zuschauer haben wir dicker gemacht. Andersrum, die Zuschauer machen uns dicker mit den ganzen Süßigkeiten, die sie uns immer schicken. Stimmt, wir haben ein Paket bekommen, das packen wir nachher aus. Kann ich bitte auch mal wieder ins Bild? Vorher könnt ihr uns twittern und Fragen stellen über Hashtag LPT Live und Hashtag Küsselchen aufs Rüsselchen. Das schreibt mindestens jeder Erste falsch. Ja. Jeder Jedeste. Und damit werden wir nicht erreicht. Ist aber auch egal. Wir kriegen ja sonst auch nicht wirklich viele Tweets. Und Fabian vergisst eh immer, die vorzulesen. Ich vergesse nur immer, mich bei TweetDeck einzuloggen, um zu gucken, was es denn schon gibt. Ja. In der Zeit musst du irgendwas anderes erzählen. Ich erzähle einfach, dass wir heute drei Spiele haben. Zum einen Tembo the Badass Elephant, das Spiel, weswegen Fabian heute so herrlich bescheuert aussieht. Oder Fambo, wie wir ihn jetzt auch intern nennen. Was heißt denn da intern? Ich möchte bitte auf der ganzen Welt so genannt werden. Fambo. Ja, ich hätte gerne, es ist mir auch danach nach dem Dreh eingefallen, ich hätte gerne einen wirklichen Trailer gedreht, so mit Rambo-Musik tatsächlich und wo du dann so auftauchst, so wie in Rambo 4. Aus dem Wasser? Oder aus dem Wasser. Genau, das machen wir alles noch. Ihr müsst halt einfach mehr klicken, damit wir mehr Geld mit LPT einspielen und mehr teurere Sachen drehen können. Tembo the Badass Elephant, der macht ganz viel kaputt, das zeige ich euch. Danach machen wir zu zweit ganz viel kaputt. In Magica 2, das ist ganz frisch draußen und ein schönes Koop-Spiel, wobei schön, müssen wir noch herausfinden. Das werden wir herausfinden, ja. Und dann spielen wir noch krasser Koop, nämlich T-Worlds, da könnt ihr alle mitspielen. Da spielen wir eigentlich eher gegeneinander, oder? Na, also wir spielen natürlich zusammen, aber eigentlich spielen wir Deathmatch mit 16 Leuten. Wir spielen mit 16 Leuten Deathmatch, ja. Ja, kann man sich gratis runterladen auf tworld.com, bitte? Anti-Koop, genau. Auf tworld.com und wir geben euch natürlich später noch Servernamen und Passwort bekannt. Und die Marelpe LP, ja, wenn es LP ist, dann ist es wahrscheinlich in der, gibt bekannt, Hashtag LPT Live, viel zu komplizierter Zweitag. Ja. Ja, wer hat sich das denn ausgedacht, ja, Markus? Ja, gute Frage, Markus. Markus? Markus? Keine Ahnung. Ah. Ja, ich glaube, es war die Praktikantin. Eine Praktikantin. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mir so einen bescheuerten Hashtag ausdenke, oder? Das nutzt halt auch keiner. Egal, haben wir noch was zu erzählen? Nö, dann kann ich doch gleich Tembo the Badass Elephant. Zeige ich euch doch mal, warum Fabian heute so herrlich aussieht. Ab jetzt immer, übrigens. Das ist ein Spiel von Sega, das erst kommt. Wir haben einen vorzeitigen Zugang, Sammelerguss. Ja, ich wollte, ihr habt das S gehört. Aber dann habe ich gedacht, man muss auch mal einen auslassen. Ja, wir waren gestern zu Gast in Köln und da hatten wir auch so eine Situation, wo ich über so ein Mädel auf dem Bildschirm was gesagt hatte. Ja. Und dann stellte sich heraus, der Vater
Also es war, anwesend war auch ihr Vater, der es nicht so lustig fand. Und später verabschiedete sich Fabian mit den Worten, schönen Gruß an die Tochter, wo ich dann noch dachte, ich hätte ihn jetzt nicht gebracht, aber Fabian, wir wechseln uns ab. Ja, mit Dingen. Ja. Und er hat dann auch irgendwas gesagt und endete mit, du wärst der Erste. Irgendwie bei dem ja, glaubt er. Ja, ja, das gut. Glauben fällt er immer. Tembo the Badass Elephant ist von Sega, habe ich schon gesagt. Fabian Döhler hat uns das zur Verfügung gestellt. Wir dürfen euch nur 10 Minuten zeigen, denn das ist halt, wie gesagt, eine frühe Version. Und wir wollen ja nicht zu viel vorwegnehmen. Das Ganze kommt von Game Freak. Ja, krass, ich weiß. Das sind doch die Macher von Pokémon. Ja. Und was haben sie noch gemacht? Sag du's. Ja, nichts weiter. Also es gibt ein paar Spiele, die sie noch gemacht haben. Es ist nicht ihr erstes Pokémon-fremdes Game, aber ja, es ist, ist so ein Titel, den ich von ihnen nicht erwartet hätte. Hier, das ist Tembo, ist ein typisch, ist, wie der Trailer sagt, halb Kommando, halb, ganz Elefant. Und das sagt man über mich auch oft. Ja, und das Lustige ist, der, wenn er schnell rennt, dann macht er bada, 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 und was da steht, habe ich bis jetzt nicht herausgefunden. Fand. Ja, Fand. Das ist doch das klassische Comic-Geräusch, wenn irgendwas saftig irgendwo gegen prallt. Ja, hier haben wir stellen wir Markus vor und nach jeder Sendung kurz nach. Hier, das ist so seine Lieblingsbewegung. Das macht er gerade jetzt in der Regie. Ich spring mal rein ins erste Level. Woher wisst ihr das so genau? Ihr könnt mich ja gar nicht sehen eigentlich. Das ja, man hört das. Man merkt es an der Erschütterung. Wir haben ja hier jeder so Wassergläser stehen und ist es wie bei Jurassic Park, dass man da so diese Ringe drin sieht und dann merkt man, Markus freut sich wieder über die Show. Ihr könnt ja schon alle Kernfeatures haben wir ja schon im Einspieler gezeigt. Fabian hat das ja schon vor und nachgemacht. Tembo rennt gerne durch die Gegend. Er rollt sich gerne durch die Gegend. Das hier. Und, das kann er auch, er zerstört. Yeah. Ganze Häuser. Das hat Fabian leider im Trailer nicht geschafft. Wir haben es nur nicht. Die Aufnahme war halt nachher kaputt. Ich habe es natürlich gemacht. Ich habe bei uns im vierten Stock angefangen und bin bis hier runter ins Studio gekommen. Ja. Denn die großartige Story ist, Aliens greifen die Erde an und die Marines schaffen es nicht. Die stehen hier überall rum, siehst du. Ziemlich gelangweilt. Schaffen es nicht, den Aliens Einhalt zu gebieten. Also muss Tembo ran. Und der zerstört einfach alles mit seinen riesen Autos. Erdnüsse. Ja, Erdnüsse. Die sammelt er ein. Das ist so, da kriegst du dann, wenn du genug hast, ein neues Leben für. Boom. Und hier kannst du jetzt auch Menschen aufsammeln. Wann immer du eine dieser Telefonzellen, die in den Levels herumstehen, zerstörst, dann kannst du einen Menschen aufsammeln, den du mitnimmst. Wie hält denn dieser Mensch das aus, wenn Tembo hier durch so Mauern durchrennt? Das ist eine gute Frage, vor allem wenn er sich rollt. Das wäre eine Sache, die man klären müsste. Das hätte ich gerne im Einspieler nachgestellt mit dir. Ich würde gerne auch noch was klären, und zwar, wo wir gestern waren. Denn das fragt zum Beispiel Andrew C. Wir waren gestern in Köln und haben da diese Show aufgenommen. Für Sex übrigens, nennt sich Frauendingsbums. Und immer wenn es um Frauendingsbums geht, dann ganz klar ruft man David Hein und Fabian Sigismund. Vor allen Dingen, wenn es um Bums geht, oder? Und die Show dazu, die kann man dann im August sehen auf Six. Und das könnte witzig gewesen sein. Auf jeden Fall ist die Maskenbildnerin irgendwann rausgegangen aus dem Studio, weil sie zu laut gelacht hat. Oder sich übergeben musste, das weiß man nicht. Oder beides gleichzeitig, wie es mir manchmal auch geht. So, ich bin jetzt hier, hier kann man so ein paar Kernfeatures schon sehen, also wie gesagt, diese Erdnüsse, es gibt viele versteckte Wege. Kernfeatures, Erdnüsse, gut. Viele versteckte Wege und ich würde jetzt nicht Geschicklichkeitseinlagen sagen, aber oben jetzt zum Beispiel, ihr seht es oben schon, es gibt so Anzeigen, das sind einerseits die getöteten Gegner und die befreiten Menschen, um da die Anzeige voll zu bekommen, muss man sich schon anstrengen. Und alle Wege finden. Die blöden Marines stehen da immer so rum. Das ist so, und warten nur drauf, dass Tembo da hier alles platt macht. Ja, ja, das ist nicht. Das ist. Wir grüßen übrigens an der Stelle alle Hashtag LPT-Liker und Hashtag LPT-Suchtis, wie Mareike das ganz richtig einfordert. Ja. Es gibt LPT-Suchtis? Ja, Mareike zum Beispiel. Und. alle ein Mareike. Und, ja. So, der Fabi freut sich wegen dem Feiertag. Wegen des Feiertags heißt es natürlich, kann ich euch endlich mal live sehen. Bayern for the win. Ja. Schade. Ich glaube, in Berlin gibt es die allerwenigsten Feiertage, weil es hier auch einfach nichts zu feiern gibt. Wir sind generell so fröhlich hier in Berlin. Da muss man nicht feiern. So. Schwert!
Ja, ich weiß, die hauen einen von vorne oder noch anders. Es gibt also auch unterschiedliche Gegner. Es ist also nicht völlig trivial, das Spiel. Oh, und jetzt sogar noch Physik. Obwohl du mit dem Elefanten alles Mögliche kaputt machen kannst. Also ich habe auch schon einige Male ordentlich geschwitzt. Also es gibt dann später. Ui. Ja. Ja, so als Elefant, da weißt du halt, da muss man halt auch ein bisschen Action bieten, den Zuschauern. Wenn die Marines schon alle dumm rumstehen, muss er natürlich einen drauf machen da. Aber das macht schon Spaß, so alles kaputt zu machen. Können denn diese Menschen, die du da auf dem Rücken hast, auch wieder runterfallen? Nein. Nein. Wenn du sie einmal hast, dann hast du sie. Ach so. Wie da oben ist einer, da oben ist einer! Sorry, ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Bringen einem die Menschen was, die man da oben drauf hat? Punkte. Das ist dann, ja, das, also, du, wenn du alle einsammelst, dann schaltest du quasi, ja, dann, das ist so im Grunde eine Challenge, die du machst. Also wie alle Sterne bei Super Mario sammeln und so Sachen. So, ach so, jetzt aber sie geben dir keine extra Power oder irgendwelche Spezialfähigkeiten? Nee, leider nicht. Das Spiel bleibt immer gleich. So, hier kann ich noch Feuer löschen. Das ist auch noch eine Fähigkeit. Wenn ich, so Wasserstationen, wenn ich mich daran auftanke. So. Das ist eine schwierige Stelle hier. Oh, Panzer! Ja. Uiuiui, ui, das ist das langsamste Geschoss der Welt. Uiuiui, da kommt's wieder. Gleichzeitig spritzen und springen. Ja, ich habe es gesagt. So. Ja, da gibt's dann später dann mehrere so eine Situation. Also diese Panzer sind gar nicht mal ohne. Was ist denn in der Apfelkiste drin? Ja. So, jetzt haben wir... Jetzt hast du alle Männchen gerettet. Alle Männchen und alle Gegner. Das ist, erste Level ist auch geschafft. Die Menschen freuen sich. Tembo lächelt. Und wir können ins nächste Level. Wir dürfen euch eh nur die ersten beiden zeigen. Von daher ist das nicht so schlimm. Und je nachdem, wie viele Menschen man freischaltet, dann kann man dann erst... Ihr seht hier, das erste Kapitel hat 4 Levels. Und den Endlevel könnt ihr erst... Könnt ihr mal kurz auf meinen Monitor gehen, bitte? Tim Jürchen hat hier etwas ganz Gemeines gepostet. Es gibt später noch so ein schönes Bild. Das hatte ich auch im Standbild. Da, wo du, das sieht man nur in den Outtakes, wo du das erste Mal an mir leckst und ich dann so da sitze. Das ist ein schönes Bild, das wollte ich eigentlich bei Social Media posten. Das Schlimme ist, du hast dann nachher auch so eine Art Rasurbrand da gehabt, wo sich unsere beiden unrasierten Backen aneinander gerieben haben. Rasurbrand? Ja, also mein Dreijähriger beschwert sich immer, wenn ich versuche, ihn anzuschmusen. Dann sagt er, du hast dich nicht rasiert heute. Ah. Ja, und so sahst du dann auch aus, wie mein Dreijähriger. Ja. Aber der braucht keine Windeln mehr. Ja, das ist der Unterschied zu deinem Dreijährigen. So, ja. Hier sind wir jetzt gerade auf einem fahrenden Zug. Es wird immer spektakulärer im Tempo. Wahnsinn. Oh, ich habe eine kurze nackte Frau gesehen. Ja, jetzt bleibt er bitte. Und schnell zurück. Ich wollte nur die Admin zu holen. Ja, alles klar. Das sagt er immer. Mhm. So, da ist eine Bombe. Da hat's mir doch glatt den Screen zerfickt, sagt Dory. War blödes Internet. Funktionier jetzt sofort wieder. Du verpasst ganz viel. Ja, Tembo zerstört hier gerade ganze Zugabteile. Oh, da wäre ich aber fast draufgegangen. Was? Elefanten können doch gar nicht springen, sagt Pudding 28. Aua, 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 aua. Du kennst wohl Tembo schlecht. Ja, da kennt jemand Tembo nicht. Ja. Das ist zum Beispiel so eine Situation, im Probespiel vorher hat es mich da ganz oft auch, wenn ich das hier, ist ja jetzt heute Mode, zerfickt sagen darf. Ja, das darf man ruhig sagen. Und Mareike stellt ganz recht richtig fest, dass ich tatsächlich bei TweetDeck eine Spalte habe mit Sigifickt. Hashtag Sigifickt. Letzter Eintrag von Dory vor 6 Tagen. Also jetzt von Mareike vor 44 Sekunden mal abgesehen. Aber ja, das habe ich auch. Genauso wie noch wie den Tweet. Hashtag Bienerliebe. Die grüße ich an dieser bei dieser Gelegenheit sehr herzlich, denn die sitzt halt immer noch zu Hause mit ihrem kaputten Fuß. Ja, zu viel mit Elefanten gekämpft, wie ich sie kenne. Was Fabi so alles entdeckt, was habe ich denn gerade entdeckt vor 35 Sekunden? Weiß ich gar nicht mehr. Huah, so, jetzt renne ich hier durch. Panzer. Oh, was? Aber es sieht schon putzig aus. Ich mag ja diese so Comic-Einblendungen immer. Und, ja.
Der Style gefällt. Also es ist ganz nett. Es erinnert mich an vom Spielprinzip da und, der, runter und dem Style her an Handyspielchen. Was stimmt, in dem Fall kein Lob ist. Es ist jetzt nicht spektakulär gemacht und es ist halt auch so, ne, dass du am Ende was freischalten musst. Ich wette, dazu gibt es dann noch eine Android-Umsetzung und hast sie nicht gesehen. Und dass du dann halt, wie gesagt, um ins letzte Level zu kommen, musst du dann so und so viele von den Menschen befreit haben und so. Das ist so typisch für diese Mechanismen und weiß ich nicht. Also, ob das so lange so richtig spektakulär unterhält, ist natürlich wieder ein kleiner Indie-Titel, der nicht viel kosten wird. Preis weiß man, glaube ich, noch gar nicht. Aber ja, also jetzt auf den ersten Blick glaube ich jetzt nicht, dass man da ewig Freude mit haben wird. Was ist in Äpfelchen? Ach, das sind gar keine Äpfelchen, das sind Herzen. Jetzt verstehe ich es auch. So. Wann kommt Bina endlich ins Studio? Der Elle Fabian kann sie doch tragen. Elle Fabian. Fabian? Ja. Don't mess with the Fumbo. Ich sollte ja ursprünglich, Tröten von Elefanten drüber schneiden. Ich hatte die auch rausgesucht, so Soundeffekte, aber dann fiel mir auf, dass das so schön scheiße ist, wie das bei dir klingt. Ich hatte mir gar keine Mühe gegeben, weil ich dachte, es kommen eh Geräusche drüber. Ja, so ist es viel schöner. Pudding 28 fragt, PC oder Konsole? Du spielst auf dem PC, aber... Ich spiele auf dem PC. Das gibt's, glaube ich, gibt nur auf PC, oder? Das stand doch in der schönen Bauchbinde, die offensichtlich doch keiner lesen kann oder will. In der Bauchbinde steht auch immer nur die Version, die wir gerade spielen. Ah. Mensch, da lernst du richtig. Ich glaube allerdings, das gibt es tatsächlich nur für PC. Lernst du was über die Sendung? Ja. Vom Style her sieht das irgendwie aus, als wäre es von Rute, sagt der Stefan Sohn. Ja, warum nicht? Lass ich gelten. So, ich glaube, wir müssen dann leider auch langsam aufhören. Wir dürfen nämlich auch nur 10 Minuten zeigen. Ja. Ach, auch das noch. Dann mach wenigstens noch den Roboter platt. Den mach ich noch platt, genau. Der muss ihn wahrscheinlich auf seinen rosig leuchtenden Arsch legen. Ja, das haben sie sich von welchem Spiel geklaut, Fabi Ahn? Allen. Na, von Titan Souls, das hatten wir nämlich hier schon. Genau. Da soll das auch rosa sein. Gut, dann sind wir durch mit Tempo. Der Schneider fragt in der Zeit, wie sieht's denn mit der CSGO Challenge aus? Markus, wie sieht's denn da aus? Denn wir hatten ja tatsächlich da technische Probleme. Mit was? Wie? Wo? Kann ich mich nicht erinnern. Es gibt keine CSGO Challenge. Nee, wir sind da tatsächlich noch dran, aber das ist ein bisschen schwieriger, weil da tatsächlich ein Bug in CSGO irgendwie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also es liegt nicht an uns und auch nicht an Nitrado. Die CSGO Challenge kommt wieder, aber wann, das ist leider noch ungewiss. Bis dahin liegt immer noch ganz vorne der Junge, dessen Name abgehangen worden ist. Ich finde gut, dass auch der Zettel schon weg ist. Ja, also das wissen wir. Malaike findet es auch gut, dass der Zettel schon weg ist. Der hat sich nämlich aufgeregt, habe ich gelesen. Was? Ja. Warum? Macht es das Studio unruhig? Ich meine, sitzen wir beide. Wie unruhig kann so ein Studio noch werden? So, wer hat sich aufgeregt? Mareike. Mareike? Ja, die Zuschauerin. Ah, ja, Mareike, klar. So, unsere Mareike, kommen, wie ich vorhin ganz richtig gesagt habe. Wir machen mal was ganz Verrücktes. Wir machen jetzt nicht Werbung, sondern machen News. Machen News, genau. Ja, News. Denn heute haben wir keinen Gast. Ja. Denn wir wollten eigentlich Bina einladen und Bina hat gesagt, kein Bock. Das dauert eine Woche, bis ich bei euch bin. Ja. So lange können wir nicht warten. Die News. Ein bisschen Bina haben wir doch immer. Sehr gut. Ich verstehe da immer B-News. Und die gibt es ja nun gar nicht mehr. Stimmt. So, Uke ruft mich an. Uke kann, wollen wir geh mal, Uke? Geh mal ran. Uke am Telefon. Ja. So. Kannst du Lautsprecher anmachen? Warte mal, ich mach mal Lautsprecher. Warte. Uke, wenn du in die Show willst, du bist zu spät. Uke? Nee, jetzt bist du in der Show. Uke? David Hein. Du, David Hein. Ja, du bist gerade live bei LPT. Ich moderiere gerade. Ach so, cool. Können wir nachher telefonieren? Nach der Sendung? Ja, klar. Gut. Schönen Gruß an alle eure Zuschauer. Ja, alle drei. Alle drei. Tschüss. Jetzt anrufen, der Hotbutton schlägt gleich zu. Alles klar, tschüss. So, wir wollten... Was? News? News. Wer hat noch zugeschlagen diese Woche? Bethesda. Mit einem Trailer zu Fallout 4. Fallout? Wer ist hier Fallout? Da haben wir was. Oh. Ja. Wie viel Bier hast
du denn getrunken? Ein halbes. Ein halbes, ja. Das ist ja, ein halbes. Bei dir ist das ja nichts. Fallout 4, wollen wir den Trailer mal zeigen, Markus? Ja, zeig doch mal den Trailer. Bei dir? Ach so. Zu dir oder zu mir? Stimmt. Ja, ich dachte, den hat die Redaktion, aber wir hatten ja vorher in der Probe extra darüber gesprochen. Richtig. Wo ich nicht zugehört habe, offensichtlich. Ich habe ihn jetzt bei mir gestartet. Ja, ich habe ihn bei mir auch gestartet. Na gut, dann gehen wir zu dir. Wir brauchen noch einen Ton. Es fängt natürlich an wie der Fallout 3 Trailer. Und das sorgt natürlich schon für ein wohliges Gefühl in der Magengrube. Das ist dann aber doch ein anderes Lied. Aber die gleiche Band. Ist die gleiche Band, derselbe Sänger, der gleiche, nein, derselbe sogar. Wunderschön. Wollen wir den ausspielen lassen, oder? Na, wir können ja gerne ein bisschen einmal, um zum hässlichen Hund zu kommen. Das ist der Call of Duty Hund. Aber der hässlichste Call of Duty Hund, den sie haben. Der einzige Hund, der noch hässlicher war, war der von eurem Giga-Video. Mit diesem. Ja, stimmt. Ja. Der Call of Duty Giga-Zeichenhund. Aber Fallout lebte ja schon immer nicht von seiner Grafik, sondern von der Stimmung und von der Spielwelt. Und ich fand Fallout 3 ja total super. Und dieser Trailer ist ja jetzt ja schon wahnsinnig nah an Fallout 3 dran. Da kann man natürlich sagen, ey, da hat sich ja kaum was verändert. Aber das ist ja auch die Endzeit. Was soll ich denn da verändern? Ist halt alles kaputt. Sieht halt so aus. Ja, wobei ich halt immer finde, dass Atmosphäre kommt ja auch stark dadurch, wie du die Welt gestaltest. Ne? Und ich finde, du kannst auch eine Endzeit irgendwie schon noch irgendwie auf eine spezielle Art und Weise gestalten. Da sieht man ein bisschen zu wenig. Man sieht diese eine Szene im Trailer, ich glaube, die kommt gleich, wo jemand so durch so, ja fast so, sieht aus wie so eine Nebengasse, eine dunkle Gasse in so einem, in so einer Stadt. Das hier meine ich. Hier. Ja. Das sieht voll spannend aus. Das heißt also, es gibt nicht, weil den dritten Teil, den habe ich halt dafür wirklich verachtet, dass er mir die immer gleiche grüne Ödnis vorgesetzt hat. Jetzt mal abgesehen von einigen Abstechern in irgendwelche Parallelwelten, die du dann in diesen komischen Hologrammboxen da durchlebt hast. Also das sieht hier so aus, als wären da, würden da tatsächlich auch ganze Städte geschaffen werden. Ja, ich meine, die gab es natürlich im Dreier auch schon, aber ich hatte da auch immer das Gefühl, dass das da auch einfach das Spiel an seine technischen Grenzen auch gestoßen ist. Und offensichtlich hat man die jetzt hier überwunden, denn wenn man das eben gesehen hat mit ganzen Städten, das fände ich natürlich schon geil. Ich bin underwhelmed noch, also weil es halt einfach technisch mir so gar nicht zusagt, und ich habe große Befürchtungen, was die Bethesda-Rollenspiele angeht. Denn wenn ich mir Dinge wünschen dürfte, dann würde ich mir halt endlich mal, also The Witcher hat es schon vor Jahren vorgemacht, aber macht es jetzt gerade wieder, so Unterhaltungen, wo sich die Charaktere zum Beispiel bewegen und nicht, wo die Kamera so ranzoomt an das Gesicht, das in die Mitte steckt und dann sich so festhakt. Und dann steht dann dieses eine Gesicht dann, die meistens immer gleich aussehen, und dann bewegen die so ihre Lippen auch noch falsch dazu. Also dadurch ist auch in diesen Gesprächen keine echte Magie oder so aufgekommen. Also nichts hat sich so wirklich... Ist auch Endzeit, nicht Fantasy. Ja, aber es war bei Skyrim ja genauso oder bei Oblivion. Also das haben sie ja noch nie hinbekommen. Also dieses epische Momente erzeugen, das haben diese Bethesda-Rollenspiele nie geschafft. Und das würde ich mir halt echt mal wünschen von diesen Spielen. Also irgendwie hat mir jetzt, The Witcher zeigt mir gerade, wie offene Spielwelt mit vielen Dingen, die man machen kann, und vielen Quests und Sachen, also Nebenbeschäftigungen, wie das geht, aber trotzdem einer tollen Erzählweise, tollen emotionalen Momenten und zum Beispiel Monsterbegegnungen. Ich meine, die Drachen aus Skyrim, die waren klasse, aber Fallout hatte da dem nichts entgegenzusetzen. Die hatten halt keine Drachen, sondern halt immer nur diese... Ja, aber das ist eben, also ich finde Endzeit als Szenario super, weil ich das irgendwie eine ganz spannende Vorstellung finde, was ist los, wenn plötzlich niemand mehr in der Welt unterwegs ist, und was passiert auch mit den Menschen, wie verhalten sich die Menschen, wenn sie plötzlich da eben keine Regierung, keine Polizei und so weiter mehr haben. Ja. Ich fand das zum Beispiel, als wir letztes Jahr in Las Vegas waren, was ja so eine ganz absurde Stadt irgendwie ist, so eine wirklich so eine hochtechnisierte Stadt mitten in der Wüste. Und da fand ich, war die Grenze auch so nah dran. Wenn du da irgendwie morgens früh zum Bäcker gegangen bist, da war halt da nichts los. Und da lag die Vorstellung so nahe, was wäre, wenn jetzt hier wirklich keiner mehr wäre und das wirklich alles nur von Sand zugeweht würde, so wie in Fallout. Und das fand ich eben am Dreier auch
super. Ich meine, klar war das irgendwie immer die gleiche Landschaft, aber es war ja auch eine relativ kleine Welt. Und da habe ich also nicht erwartet, dass ich dann auch irgendwo noch in einen Wald, in den Dschungel, in eine Wüste, sonst was komme. Und da fand ich das ganz, ganz passend eigentlich. Wobei ich auch sagen muss, also da hat mich eben viel auch das Leveling-System hochgezogen und diese verschiedenen Perks und sowas. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und als ich dann das Endlevel erreicht hatte, dann hatte ich auch nicht mehr so den großen Trieb, irgendwie dann jetzt die Welt zu erkunden. Aber offensichtlich, wie man im Trailer sieht, gibt es da auch mehr zu sehen. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, man sieht es jetzt im Trailer ganz oft, eben die Welt vor dem Atomkrieg. Und frage mich auch, ob es jetzt da vielleicht irgendwie von der Geschichte her auch noch irgendwie mehr zu sehen gibt. Denn ja, du hast auch nie erfahren, wo kommen diese Vaults her? Und wer sind die Leute, die da irgendwie reingekommen sind? Du siehst eben im Trailer, dass offensichtlich genug Leute nicht reingekommen sind. Und da wüsste ich gar nicht mehr drüber. Und erhoffe mir so ein bisschen, dass man da vielleicht was von sieht. Ja, gucken wir mal, warten wir mal ab. Ich denke mal, auf der E3 wird mehr gezeigt werden. Ja. Ich erwarte jetzt keine großartigen Umwürfe, aber wenn Sie mich überraschen wollen, dann können Sie es auf jeden Fall, denn ich bin... Meine Erwartungen sind noch hier, aber die Fallout-Reihe ist jetzt auch nicht meins. Also deswegen, also die Leute, das Internet hypt sich ja gerade weg. Die Leute, die genau das wollen, was sie die Fallout-Reihe gefeiert haben, so wie du, die werden wahrscheinlich bekommen. Und es gab ja auch einige, die bezüglich der Technik sagten, also das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt, den alle hatten. Also wenn der Hund aus dem Trailer schon so schlecht aussieht wie Call of Duty, Advanced Warfare war es, glaube ich, oder? Ich weiß auch nicht mehr. Mhm. Also da sah der deutlich besser aus in diesem Call of Duty Trailer. Aber es gibt viele, die sagen, naja, dann gibt es keine Downgrade-Debatten, denn... dann kann man sagen, das sah wenigstens im ersten Trailer schon nicht gut aus. Volke Schaper sagt dazu, ich glaube, David ist zu sehr verwöhnt. Ja, von anderen Rollenspielen, klar. Also ich meine jetzt, es war ja damals bei Fallout 3 schon, da gab es auch schon also Skyrim gab es damals diese große Debatte, weil wir das bei Giga zum Beispiel, hatten wir es nicht mal erwähnt als Nominierter fürs Spiel des Jahres. Und da war das halt schon so, dass im selben Jahr kam The Witcher 2 raus und da muss man halt sagen, das hat mit diesem Spiel den Boden aufgewischt. Jetzt werden Leute sagen, ja, aber die Spielwelt und die Drachen und so, und das fand ich auch toll, aber daran hatte ich mich recht schnell satt gesehen und darüber hinaus hatte Skyrim nichts. Und genauso war es vorher mit Fallout 3. Also für mich persönlich, ich bin verwöhnt von besseren Rollenspielen und da gibt es nun mal einfach ein paar von und an denen messe ich das Spiel. Der Olli sagt... Auch wieder völlig richtig. Postapokalyptische Themen und David spricht nicht über Mad Max. Was ist da los? Ja, sind ja zwei unterschiedliche Dinge da in dem Fall. Ja. Außerdem können wir jetzt anfangen, denn Lady Alea Survival schreibt, besser spät als nie, ich bin da. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Newspunkt. Den finde ich tatsächlich ziemlich spannend. Bei Steam kann man jetzt Spiele umtauschen. Und zwar innerhalb von 14 Tagen, wenn man nicht mehr als 2 Stunden in diesem Spiel verbracht hat. Wobei man da ja auch immer sagen muss, die Steam-Spielstatistik, die fängt wirklich schon mit dem Start an. Also 2 Stunden im Menü und dann bist du da auch durch. Aber das bedeutet ja in der Praxis, dass du, egal ob der Publisher oder Entwickler eine Demo-Version gebaut hat, kannst du eigentlich alles für 2 Stunden demoen auf Steam. Und das finde ich sexy. Ja, wobei die Spiele werden ja heute immer komplexer. Also 2 Stunden in The Witcher 3 zum Beispiel sind ja nix. Also da hast du nicht viel gesehen. Aber was ich daran gut fände, wäre, dass du zumindest mal sagen kannst, okay, ich probiere mal aus, ob das Spiel überhaupt auf meinem Rechner funktioniert. Ja, stimmt. Denn das ist ja so eine Sorte Spiel, wo man tatsächlich, wo es so viele Rechnerkonfigurationen gibt. Viele sagen, das läuft auf den höchsten Einstellungen nicht. Bei uns Fabian Käufer aus der Redaktion sagt so, das glitscht einfach so bei ihm durch. Und also nicht glitschen, sondern es flutscht einfach. Es flutscht. Es läuft hervorragend. Das kann man damit machen. Ja, ich habe heute irgendwas gelesen, dass man den Kassenbon braucht. Was bedeutet das in dem Fall? Du kriegst ja immer so ein Receipt da. Kannst du ja irgendwo abspeichern oder dir mailen lassen und dann hast du es immer noch in deiner Ich hatte Postfach. Fast vermutet, dass man auch Spiele, die man zum Beispiel in einem Mediamarkt kauft, dann bei Steam irgendwie... Oh, das glaube ich nicht.
Ja? Nee, das glaube ich nicht. Wenn man sie bei Steam sowieso aktivieren muss, also es ist ja oft so, dass man eine Steam-Aktivierung braucht. Ach so, ja, ich gehe jetzt einmal mal davon aus, ohne jetzt da nochmal ist, dass du nicht in den Mediamarkt zurückläufst? Ja, ja. Das kannst du ja eh, bei Mediamarkt kannst du ja, wenn du ein Steam-Spiel aktiviert hast, könntest du es eh nicht mehr wieder zurückgeben. Mhm. Deswegen ist es vielleicht möglich, dass du es mit dem Einkaufszettel, da wisst ihr vielleicht mehr, könnt uns ja über Twitter schreiben, vielleicht ist das ja angedacht, weil das wäre saucool, weil das war halt immer so ein Problem. Früher habe ich mir ganz gerne Spiele aus der Bibliothek ausgeliehen. Ullimmel! Das ist ja nicht schlimm. Also wenn du eine Bibliothek aus der durchspielst, relativ. Ich habe damals zum Beispiel Gothic 2 aus der Bibliothek ausgeliehen, habe dann 11 Tage gespielt. Gut, habe zwar auch 20 Euro Leihgebühr bezahlt, aber immer noch günstiger als das Spiel selbst damals gewesen. Und das ging ja dann später dann auf einmal nicht mehr. Zum ersten Mal bei Half-Life 2 war diese Grenze, da konnte ich auf einmal keine Spiele mehr ausleihen. Und wenn das jetzt ginge, wobei, geht ja nicht, das ist ja ein geliehenes Spiel. Jetzt schreibt die Bina völlig richtig und der Steam Summer Sale kommt wohl eventuell am 11. Juni. Wenn man das natürlich kombiniert, dann kannst du für einen Zehner irgendwie ein geiles Spiel Ach, weniger kaufen, zum Teil, ja. Ein Dreier. Es gibt jetzt schon bei goodoldgames.com, also diesem Retro-Online-Laden, gibt es jetzt, der hat schon angefangen, ich glaube gestern der Sale. Könnt ihr mal reingucken, ich habe mir heute zum Beispiel The Banner Saga extra endlich mal geholt. Das Ding kostet normalerweise ja so um die 15 Euro, kostet jetzt 5. Die haben halt so den Fokus auf Retro-Titel. Ich hoffe ja immer noch, mir für ein günstiges Geld dieses Broken Age zu holen von Tim Schäfer. Was ist mit diesen beiden schwulen Cowboys? Nein, das ist Brokeback Mountain. Das wäre lustig, ein Brokeback Mountain Spiel hätte ich gerne. Mit Fabian Sigismund und David Hein. Da kann uns doch die Community bestimmt was shippen. Oder der Typ, der uns letztes Jahr der uns letzte Woche dieses Spray-Spiel gebaut hat, der kann vielleicht das Brokeback Mountain Spiel mit Fabian Sigismund und David Hein machen. So, Dr. Sherlock weiß schon wieder mehr. Spiele, die bei Drittanbietern gekauft wurden, können nicht bei Steam umgetauscht werden. Dr. Sherlock soll nicht klugscheißen. So. Das ist ein Fall von Dr. Watson. Die nächste News betrifft die Mojang-Mitarbeiter. D-News, D-News, News. Das kannst du mitsingen. Ja. Ja. Die wurden ja, Mojang wurde ja von Microsoft übernommen und jetzt ist irgendwie bekannt gegeben worden, oder ist durch ein Buch durchgesickert, nämlich Minecraft, The Unlikely Tale of Marcus Notch Person and the Game That Changed Everything. Darin kann man lesen, dass alle Mitarbeiter, die sich dazu entschlossen haben, mitzugehen zu Microsoft, die haben 300.000 US-Dollar bekommen. Da muss man sich natürlich fragen, wo ist denn da die Frage? Ja. Also normalerweise kriegt man ja solche Beträge, wenn man irgendwie aufhört. Also das ist ja komischerweise genau der Betrag, den man uns geboten hat, um LPT endlich sausen zu lassen. Ja. Aber wir sagen, nein, wir bleiben. Hashtag wir bleiben. Was? Davon weiß ich ja gar nichts. Für 300.000. Du sollst doch deine E-Mails lesen. Ich wäre selbst für 3 Euro weg, schon längst weg hier gewesen. Nee, der Witz ist halt, es gab ja in der Vergangenheit so ein paar feindliche Übernahmen. EA hat in der Vergangenheit ja mehrfach Firmen gekauft. Man überlegt sich nur die Geschichte von Westwood, wo auch fast alle gegangen sind. Die haben ja dann Petroglyph gegründet und man erzählt sich heute noch Geschichten, was passiert ist, als Rare gekauft wurde von Microsoft, die ja auch, da soll ja auch nur noch eine, vielleicht ist der Hausmeister, der von Rare noch übrig ist. Das hat man ja, und ich glaube, dass Microsoft da irgendwie auch negative Presse vermeiden wollte. Denn es wäre, glaube ich, nicht so schön gewesen, wenn es geheißen hätte, okay, wir kaufen Microsoft, wir kaufen Mojang, ach übrigens, alle Mitarbeiter gehen. Ja, ja, klar. Deswegen. Genau. Die wollten halt so verhindern, dass sie nur den Namen kaufen, sondern wollten eben das Team noch dabei behalten. Die mussten auch mindestens ein halbes Jahr noch dabei bleiben, sonst war es nichts mit den 300.000 Flocken. Ja, das kann man aber so ein halbes Jahr sich irgendwie auf den Stuhl drehen, 300.000 Dollar dafür kriegen. Das ist ja quasi das, was der Markus seit 2 Jahren macht. Ja, ja. Hat nur den Absprung verpasst. Und den Mitarbeitern wurde auch garantiert, dass sie 2 Jahre lang ihre Kohle bekommen, selbst wenn Minecraft eingestellt worden wäre. Ja. Boah, krass. Ja, geil. So viel Geld ist Microsoft das den wert. Wahnsinn, ich will halt gar nicht wissen, was sie dafür latzen mussten, denn der Deal an sich war ja schon sehr teuer. Nun ist die Frage, ich weiß gar nicht mehr, wie der Originalkaufpreis war, der war ja sehr hoch. Vielleicht ist es da drin inkludiert, aber wenn sie dann nochmal obendrauf für, sagen wir mal, 100 Mitarbeiter, 300.000, boah.
Wir werden uns einfach in L.A. das Haus vom Notch anschauen. Steht er da irgendwo? Steht das da? Ja, ja, der hat doch sich so ein ganz absurdes Multimillionen-Dollar-Haus gebaut. Die Menschen. Der hat sich die Menschen gekauft, habe ich gehört. Ah, ja. Der schläft jetzt da in deinem Zimmer. Ja, ja. Ja, aber das ist auch wieder ein schönes Thema, denn wir fahren wieder nach L.A. zur E3. Und zwar natürlich David Hein und ich, aber wir nehmen auch noch ein paar YouTuber bei uns aus dem Citizen One-Netzwerk mit, namentlich Schaf. The Kedos Zone, Izzy, ist nicht bei uns im Netzwerk, darf trotzdem mit. Wer ist denn Izzy? Izzy? Izzy. Ach, der von... Der Izzy. Der Izzy, ja. Ah, okay. Looks Like Link, Trash Das Money und PayZ. Und mit diesem Gespann sind wir, ja, wir fliegen gleich nach dem Webvideopreis mit dem Preis mit in dem der Preis Tasche. In der Hand. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt durch die Security kriegen. Fliegen wir gleich am 14. fliegen wir nach L.A., beziehen da hoffentlich wieder ein tolles Haus. Es wird wahrscheinlich noch toller als The Mansion und es wird zwangsläufig noch größer werden müssen, denn wir sind dann mit Crew sind wir 11 Leute. Und dann werden wir eine Woche lang viele schöne Videos von der E3 machen, aus L.A., was es da noch so alles gibt. Und das wird sehr schön. Ja, vielleicht treffen wir auch auf die dort gerade residierenden Leute. Der Walle ist ja noch da, ja. Mit Unge und Co. Unge weiß ich gar nicht, ist der auch noch da? Ich habe keine Ahnung, aber Walle ist auf jeden Fall noch da. Das heißt, die Eiche sind noch da. Das heißt, es wird so eine Mini-Mansion-Reunion geben. Rob also Bubble eigentlich eine Maxi-Mansion, denn das sind ja Rob ganz Bubble viele ist auch noch drüben, sagte er. Kelly war sich wohl noch nicht sicher. Wir gucken mal, wie es wird. Ich freue mich auf die E3, auch wenn ich sagen muss, ich war letztes Jahr nicht so ganz begeistert von der E3. Bei mir fehlen da tatsächlich die Fans. Ich mochte an der E3 nicht, dass es halt so ein Termingerödel, also was ich an der Gamescom ja so auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite aber furchtbar finde, ist, dass du den ganzen Tag Spiele siehst und schon nach... Spiele, ekelhaft. Ja, aber so, das geht um 9 Uhr los und um 11 weißt du schon nicht mehr, was du als erstes gesehen hast, weil es so viele Spiele sind. Das ist immer gleichzeitig schön, aber auch gleichzeitig sehr stressig. Wird aber auf der Gamescom aufgelockert, weil du halt da zwischendurch immer noch die Interaktion mit den Fans hast und so auch mal dich in die Halle setzen kannst und mal den Skateboardern zugucken kannst. Und das fehlt auf der E3. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ich freue mich halt auf die Livestreams sehr. Bin gespannt, was da kommt an Überraschungen. Wird ja schon wieder die Hälfte geleakt, aber wir werden auch ein paar Spiele uns angucken. Ich freue mich total auf Deus Ex. Oh ja. Darüber reden wir auf jeden Fall nächste Woche. Am Donnerstag wollen wir nicht Sonderfolge, aber wir werden in den News ein bisschen länger über die E3 sprechen, was uns erwartet und worauf wir uns freuen. Genau. Vielleicht sehen wir auch, das hast du nämlich übersprungen, Dark Souls 3. Ich habe es extra übersprungen, weil die Überleitung sich so toll angeboten hat. Und ich habe darauf gebaut, dass du den Ablauf im Kopf hast. Ja. Dann, ja, das habe ich. Dark Souls 3 ist angekündigt worden. Mehr können wir dazu auch gar nicht sagen. Außer, dass wir exklusiv, ihr habt das zuerst gesehen, bei LPT haben wir den ersten Screenshot. Das Spiel sieht tatsächlich so aus wie Dark Souls 1. Und es ist auch wieder der Gargoyle dabei. In Teil 1 gab es einen Gargoyle, den du bekämpfen. Nee, zwei Gargoyles musstest du bekämpfen. In Teil 2 musstest du, glaube ich, sogar 4 Gargoyles auf dem Knopf. Und in Teil 3. Hier können wir auch hier exklusiv sagen, musst du nur einen bekämpfen. Das Spiel wird ein Casual Game. Jetzt braucht man auch eine Taste, das ist so die Instant Win Taste. Nein, Quatsch. Ich persönlich habe die Tage auf Twitter die Frage gestellt, ob man das denn nach Bloodborne jetzt noch braucht. Ich bräuchte es nicht, aber dann gab es die ganz viele Leute, die mich dann ermahnten, dass ich ein arroganter und egoistischer Spasti bin. Und verwöhnt. Und verwöhnt. Denn ich und Scheiße erzählt. Und weil der Screenshot ist nicht von Dark Souls 3 natürlich. Oder war das ein Joke gerade? Ey, unsere User sind so klug, das haben die natürlich gewusst, dass es nicht aus Dark Souls 3 ist. So, aber die ganzen Leute, die keine PlayStation 4 haben, die haben Bloodborne natürlich nicht spielen können. Das habe ich nicht bedacht. Für PC-Spieler ist Dark Souls nämlich immer noch die einzige Möglichkeit, in den Genuss dieser Souls-Spiele zu kommen. Ich bin so ein bisschen verwöhnt von diesem neuen, frischen Kampfsystem aus Bloodborne. Deswegen brauche ich jetzt dieses Defensive aus Dark Souls nicht mehr unbedingt. Aber mal gucken, was sie machen. Nicht den Tag zu früh. Minus loben, wie sagt man? Egal, mach mal du. Ja, ich möchte vorher noch was einwerfen. Eine richtige Frage von Fabian an Bina. Vertrittst du dann Fabian und David bei LPT live? Wir werden LPT aus L.A. machen. Wir schauen gerade noch, wie wir es technisch machen. Sagen wir so, wir versuchen es zumindest.
Okay. Es wird wahrscheinlich nicht auf meinem Video laufen, sondern auf einer anderen Plattform. Aber dazu können wir euch hoffentlich nächste Woche spätestens was sagen, wie es laufen wird. Aber es ist so zumindest der Plan. Es wird LPT auch während der E3 geben. Außerdem wollen wir natürlich auch wie letztes Jahr schon die Pressekonferenzen, die an diesem Montag, dem 15. sind, die laufen ja in Deutschland zum Abend hin. In Amerika sind die am Morgen. Und dann werden wir uns die live anschauen. Und das wollen wir auch wie letztes Jahr live streamen. Und da seid ihr live mit dabei. Unser dummes Zeug zur Pressekonferenz. Und der Fabi fragt, ob eigentlich alle Zuschauer bei LPT Live Fabian heißen. Also jetzt sind wir schon zu dritt. Ja, das sind mehr Davids. Auch wenn du eigentlich zwei Davids bist, wir haben schon drei. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Das macht doch nichts. Dann erzähl doch mal was über Big Bang Theory und bei Lego. Ja, Big Bang Theory, die Serie, kennen wir alle. Ich stelle die Behauptung auf, dass bis auf uns beide mag die jeder. Wahrscheinlich, ich höre das nämlich immer wieder. Wir beide sind da nicht die großen Fans von oder gar keine. Also auf Deutsch, finde ich, geht es gar nicht. Auf Englisch haben die schon ihre Momente. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es das demnächst als Lego-Set. Vielleicht bist du aber auch so wie ich, der sagt, so Comedy, also beziehungsweise diese, wie nennen sie die Dinger sich, die haben doch so einen bestimmten Sitcoms. Namen. Sitcoms. Das ist gar nicht meins generell. Ja, vor allem ist es halt nicht Sitcom, es ist ja nicht Situational Comedy, es ist ja gescriptet. Ja. Und ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn die Leute dann halt immer so lachen in so wie lustig. Ach, das ist aber bei allem, jeder Halbsatz, ich habe gestern wieder eine Folge zufällig gesehen und da wieder so jeder Halbsatz. Geh mal wohin? Nee, haha, warum nicht? Haha, also so Gegenfragen werden dann schon belächelt. Das ist so, das soll mir dabei helfen, etwas witzig zu finden. Das find ja, ich das stört mich. Wir kommen vom Thema. Finde ich aber lustig, weil ich höre das Gelächter immer gar nicht mehr nach einer Zeit. Ja, weil du selber so laut lachst, du Gimpel. Ja. Das wird sein, ja. Du bist einfach so einfach zu belustigen. Ja. Big Bang Theory gibt es jetzt als Lego-Set. Deswegen schaue ich auch euch so gern zu. Ja. Ja, na, du hast es ja lange noch. Ah, nee, das sage ich jetzt nicht. Fand! So, da sieht man hier auch diese ganzen Goodies, oder was heißt Goodies, diese kleinen Extras. Im Hintergrund ist zum Beispiel die Green Lantern Lampe. Und dann gibt es zum Beispiel auch ein Drawboard an der Seite. Es ist schon sehr liebevoll gemacht. Das ist vorgeschlagen oder eingereicht worden bei diesen, es gibt so die Lego Ideas oder so heißt das Ding. Ich habe da in den B-News ein lange vergangenes Format schon mal darüber berichtet. Dass du zum Beispiel, da hatten Leute dann auch Zelda eingereicht und so, also selber vorgeschlagen. Dadurch sind zum Beispiel dieses Zurück in die Zukunft-Set oder jetzt auch, glaube ich, Doctor Who gibt es demnächst, diese Telefonzelle. Und die sind üblicherweise von Fans eingereicht worden. So war es auch bei Big Bang Theory. Ich bin dafür, und das ist jetzt die große Challenge für 2015, 2016, ein LPT-Set mit uns beiden da einzureichen. Gibt es von euch, von da draußen jemanden, unter den Fans, der so 3D modellieren kann? Denn so macht man das, dass man so ein 3D-Modell erstellt und der das dann von diesem Studio machen könnte, mit uns Hackfressen darin und da einreichen könnte. Das wäre so lustig, wenn wir tatsächlich unser eigenes Lego-Set bekämen. Gibt es denn Lego-Figuren in Übergröße? So, kommen wir zum nächsten Thema. Der Brotkuchen hat auch gesagt, das hätte er gerne. Und Lady Alea Survival auch. Dann könntet ihr immer kleine auch Porno-Sachen mit uns drehen. Weil ich mache auch immer diese, dieses Mad Brick Motion. Ja? Da könnt ihr Pornofilme mit unseren Lego-Figuren drehen. Das ist das Erste, was mir einfällt dabei. Sorry. Ja, du bist halt auch du. Was mir dazu einfällt, passt überhaupt nicht zum Rest, aber es soll demnächst einen Offline-Modus für YouTube geben, dass man sich halt Videos vorladen kann und dann kann man die irgendwie 2-3 Tage lang auch ohne Interwebs anschauen und danach werden sie halt wieder zurückgesetzt. Ja, kann man sich zum Beispiel die LPT-Wiederholung anschauen, die ja dann ab morgen, also jetzt, wenn ihr es auf YouTube schaut, auf YouTube kommen. Aber ansonsten, weiß ich nicht, braucht man das? Ich würde zum Beispiel gerne die Outtakes von der letzten Folge gerne in unserem Kanal angucken. Ja, das stimmt. Irgendwer hat es nämlich verbaselt, die Outtakes und den Intro-Gag von letztem Mal online zu stellen. Ich weiß genau, wer. Bina. Und derjenige. Das war nicht Bina, Bina ist krank. Ja.
Aber das reichen wir natürlich nach, denn der Intro-Gag war so lustig, dass ich schon nicht mehr weiß, was es war. Aber die Outtakes waren brillant. Die Outtakes waren gut. Ja, die waren wirklich sehr gut. Gut, wir haben noch eine News, und zwar die Pre-Show vom Webvideopreis wird großartig. Die gibt es skurrilerweise. Ich habe auch gefragt, warum. Ich hätte jetzt vermutet, dass eine Pre-Show vor dem eigentlichen Webvideopreis ist, aber nein, der WRD macht es eine Woche BRD, vorher. Die BRD? BDR meine ich, Entschuldigung, WRD, wie komme ich darauf? Macht es eine Woche vorher, also ihr macht diesen Samstag macht ihr die Pre-Show. Am Sonntag. Sonntag. Am Sonntag, denn es wird gehostet von mir. Und der Melek Balgün, die man vielleicht von WDR 360 kennt, wahrscheinlich eher nicht. Das ist sie nicht. Das ist dieser andere Typ. Das bin doch ich. Und das bist doch du. Ja. Ja, Wahnsinn, du bist auch damit dabei. Du bist Melek Balgün. Nee, ich habe mich als Christoph Krachten verkleidet und komme dann als Gast. Ja, der kommt auch. Es kommt Mr. Trashpack, es kommt Maxim Noise als Musikbegleiter ins Studio. Der uns übrigens diese Woche auch schön verlinkt hat. Der hat nämlich ein Ankündigungsvideo gemacht, in dem er Fabian Siegesmund erwähnt und meinen Kanal verlinkt hat. Ja. Sehr schön. Also so falsch ist das. Also ist halt, ich hatte dann über Twitter ihn angetwittert und er dachte so, warum beschwerst du dich? Und ich so, nee, ich habe mich nicht beschwert. Ich finde es nur immer wieder lustig, wie jeder uns beide verwechselt. Ich verstehe es wirklich nicht. Wir sollten wirklich irgendwann mal Namen wechseln. Die Leute würden ausrasten. Keiner würde mehr wissen, wer ist. Das wäre bei dieser Six-Geschichte wäre das eigentlich perfekt gewesen. Die haben uns nämlich nachher noch gefragt, was sie eigentlich in die Bauchbinden schreiben sollen in dieser Fernsehsendung. Genau. Das kennt natürlich keine Sau auf Six. Und dann hätten wir einfach mal die Namen tauschen sollen. Nee, ich hätte dann gesagt, dass bei dir steht Fabian Siegesmund und drunter steht David Hein. Und bei mir steht David Hein und drunter Fabian Siegesmund. Ja, das wäre gut gewesen. Also schaut es euch an, nächsten Sonntag am 7.6. 22.15 Uhr live auf dem WDR. Da bin ich dann mal wieder live in irgendeiner Veranstaltung mit mehr als 5 Zuschauern. Beste. Das wird schön. Haben wir es dann endlich? Das haben wir jetzt endlich. Wir machen kurz Werbung. Danach spielen wir Magica oder Magica 2, wie auch immer das heißt. Kooperativ. Vielleicht können sogar zwei Leute von euch damit reinjoinen, denn wir lassen das Spiel einfach offen und gucken, ob noch wer reinkommt. Ansonsten haben wir hier noch ein Paket. Das hat uns die nette Melanie geschickt. Das packen wir gleich mal aus. Hoffentlich ist keine Bombe drin. Und später spielen wir auch noch mit euch zusammen 14 von euch. T-Worlds, das könnt ihr euch jetzt schon mal anwerfen unter www.tworlds.com. Kostet nichts. Ist ein affiger, kleiner, lustiger Deathmatch-Shooter. Und dann lösen wir noch das Gewinnspiel auf und ich gehe aufs Klo. Sehr gut. Tschüss, bis gleich.